Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Silvers Cocktailkunde. Heute gibt es ausnahmsweise mal kein neues Cocktailrezept, denn aus verschiedenen Gründen hatte ich in der letzten Woche keine Zeit, einen neuen Drink zu entwerfen. Stattdessen gibt es heute etwas ausführlicher von mir die Antwort auf eine Frage, die mir kürzlich in den Videokommentaren gestellt wurde, nämlich die Frage, wo kriegt man eigentlich die ganzen Zutaten her und wie viel braucht man davon für einen netten Cocktailabend mit Freunden? Also jetzt ein bisschen mehr Text von mir als sonst und mein kleiner Einkaufs- und Kalkulationsratgeber. Wir fangen an mit den Säften, denn die sind mit das Einfachste auf unseren Rezeptlisten. Gut zugegebenermaßen, eigentlich sind alle Zutaten relativ einfach zu beschaffen, wenn man weiß, wo man sie bekommt. Aber die Säfte sind wirklich davon noch das Unproblematischste, denn die kriegt man eigentlich in fast jedem gut sortierten Supermarkt. Wer ein bisschen genauer hingeguckt hat, man sieht es jetzt, man sieht es auch in den Rezeptübersichten, die ich immer wieder zeige. Ich kaufe meine Säfte meistens bei Edeka, was einfach den Grund hat, dass der bei mir einfach direkt um die Ecke liegt und eine relativ gute Auswahl an Säften hat. Aber auch andere Supermärkte wie Real oder Kaufland haben eigentlich alle Säfte, die man brauchen kann. Auch bei Discountern kriegt man zum Teil schon mal die gängigsten, vielleicht nicht unbedingt immer alle. Sodawasser bzw. Sprudel ist eigentlich auch kein Problem, den gibt es auch überall. Wer ein Wasser möchte, das die Bezeichnung Sodawasser auch zurecht trägt, dem würde ich Gerolsteiner empfehlen, der erfüllt nämlich alle Bedingungen, ansonsten tut es aber auch jeder andere Sprudel genauso gut. Bei den Limonaden sieht es eigentlich ähnlich aus. Cola, Bitterlemon, Tonic Water und Co. kriegt man eigentlich in jedem gut sortierten Supermarkt, entweder als Markenprodukt oder aber von den Hausmarken der jeweiligen Geschäfte. Das Problem ist hierbei eigentlich meist eher die Größe der Flaschen, denn diese kleinen Fläschchen hier, die eigentlich ganz praktisch sind, kriegt man normalerweise nicht im Supermarkt, sondern nur im Getränkefachhandel. In den Supermärkten gibt es eher die größeren Flaschen, so 1 Liter aufwärts, und da muss man dann gucken, dass man das Zeug verbraucht, ehe die Kohlensäure ganz raus ist. Positiv hervorheben möchte ich an dieser Stelle dann allerdings Edeka, denn der hat seit neuestem, zumindest bei uns, die kleinen Fläschchen von Thomas Henry Limonaden, die natürlich ganz gut geeignet sind für die Cocktailherstellung. Und vor allen Dingen von dieser Marke gibt es auch das Spicy Ginger, das ich kürzlich für den vulkanischen Trank verwendet habe. Das habe ich bisher sonst noch von keinem Hersteller gefunden. Ganz kurz noch 2 Sätze zu Spirituosen. Auch die stellen eigentlich kein Problem dar, wenn man sie kaufen darf. Wenn man das darf, findet man sie eigentlich in jedem gut sortierten Supermarkt. Die Sirupe können in der Beschaffung mitunter das Schwierigste sein, zumindest bei einigen Sorten. In den meisten gut sortierten Supermärkten findet man eine mehr oder weniger große Auswahl der gängigen Sorten in den kleinen Flaschen wie diese hier. Da haben Edeka, Kaufland, Real oder wie auch immer sie heißen, durchaus ein gutes Sortiment mit einigen Unterschieden von Filiale zu Filiale. Meiner Erfahrung nach hat Edeka in aller Regel die größte Auswahl, zumindest wie gesagt, was diese kleinen Fläschchen hier angeht. Die größeren Flaschen und die etwas ausgefalleneren Sorten, da wird es dann schon schwieriger. Einige Geschäfte haben auch ein paar Sorten in den großen Flaschen, aber die ganz ausgefallenen Sorten, wie zum Beispiel hier den Basilikumsirup, die kriegt man in aller Regel dann doch nur im Fachhandel oder halt bei Online-Shops. In der Videobeschreibung gibt es 2 Links, zum einen zu einem Getränke-Online-Shop, mit dem ich in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Zum zweiten einen Link zum Monin-Shop auf Amazon, denn auch da kann man, zumindest so wie ich das gesehen habe, alle Sorten bekommen, also auch die ausgefalleneren. Eine letzte, aber wichtige Zutat ist das Eis. Wer nur ab und zu mal ein paar Würfel braucht, für den ist eine dieser Eiswürfelformen, die man mit quasi jedem Gefrierschrank kostenlos dazu bekommt, wahrscheinlich vollkommen ausreichend. Wenn man etwas mehr Eis braucht, dann empfehle ich, diese Eiswürfel-Gefrierbeutel, die kriegt man in Supermärkten oder Drogeriegeschäften. Und ansonsten, wenn man kurzfristig braucht und nicht die Zeit hat, mit den Gefrierbeuteln die ausreichende Menge herzustellen, kann man das Eis in Tiefkühlmärkten oder zum Teil auch in Tankstellen in Kilopackungen kaufen, fix und fertig. Wobei gerade die Tankstellen meistens eher recht teuer sind. So viel jetzt zu meinem Einkaufsratgeber, kommen wir zur Kalkulation für den netten Cocktailabend unter Freunden. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, welche Rezepte sollen überhaupt gemacht werden? Und da sollte man darauf achten, dass die Rezepte sich in den Zutaten möglichst überlappen. Das sorgt dafür, dass am Ende das Risiko möglichst gering ist, dass man auf bestimmten Zutaten in großer Menge sitzen bleibt. Wenn man weiß, was man machen möchte, dann wäre die nächste Frage, wie viele Leute kommen und wie lange dauert der Abend?
Man kann dann so ungefähr Pi mal Daumen damit rechnen, dass jeder Gast pro Stunde ein, vielleicht zwei Drinks trinkt. Wenn jetzt viele kleine dabei sind, vielleicht auch drei Stück. Aber damit kann man dann schon mal abschätzen, wie viele Drinks insgesamt man so brauchen dürfte. Dann kann man sich überlegen, welche Drinks die Leute trinken. Wenn man seine Gäste gut kennt, kann man das vielleicht abschätzen, wer bestimmte Vorlieben hat. Ansonsten kann man einfach davon ausgehen, dass alle Drinks gleichmäßig getrunken werden und man dann halt die Gesamtanzahl gleichmäßig auf alle Drinks verteilt. Und dann ist es eigentlich kein Problem, anhand der Zutaten für einen Drink hochzurechnen, wie viele Zutaten man für alle Drinks zusammen braucht, um den Abend zu überstehen. An der Stelle vielleicht gerade noch ein Wort zur Haltbarkeit. Säfte sind eigentlich das, was die kürzeste Haltbarkeit hat. Die halten sich bei Zimmertemperatur meistens eine gute Woche, im Kühlschrank vielleicht sogar auch länger. Danach sollte man sie aber spätestens wegtun, insbesondere wenn sie dann nicht mehr schmecken. Limonaden können eigentlich nicht wirklich schlecht werden, allerdings die verlieren irgendwann dann die Kohlensäure und dann schmecken sie überhaupt nicht mehr. Das heißt, auch da sollte man gucken, dass man die relativ schnell dann verbraucht. Die Sirupe sind vollkommen unproblematisch, die halten sich ewig und drei Tage. Die kann man auch noch nach Monaten und Jahren problemlos benutzen. Das heißt, da ist es nicht so schlimm, wenn was übrig bleibt. Das Eis ist dann noch einer der größten Knackpunkte. Das wird nämlich gerne unterschätzt. Man kann ungefähr sagen, wenn man so wie ich in meinen Rezeptvideos das Eis zum Shaken nicht dann in das Gästeglas weitergießt, sondern neue Eiswürfel nimmt, dass man mit einem Kilo Eis so ungefähr 5 bis 6 Drinks schafft. Wenn man jetzt gute, stabile Eiswürfel hat, die beim Shaken nicht zerbröseln und die man dann einfach ins Glas umgießen kann, kann man das natürlich auch machen, dann reicht das Eis logischerweise doppelt so lange. Das heißt, beim Eis sollte man gucken, dass man rechtzeitig vorher in ausreichender Menge Eis produziert, entweder mit den Gefrierbeuteln oder auf anderem Wege oder halt das Eis direkt fertig in Kilobeuteln oder mehr Kilobeuteln kauft. So, damit habe ich auch zur Kalkulation alles Wichtige gesagt. Ich habe jetzt in den letzten Minuten sehr viel geredet. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und es war das ein oder andere für euch Nützliche dabei. Im nächsten Video gibt es dann auch wieder ein Rezept. In diesem Sinne, das war's von meiner Seite für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut und Prost!